Tachchen, Tachchen, herzlich willkommen, Whisky und Vinyl, der David und der Andi. Hi, wir wollen euch heute mal keinen Whisky vorstellen, sondern die Chance geben, ganz, ganz viele tolle Whiskys kennenzulernen auf zwei wunderschönen Events in Berlin, ganz bald. Genau, und zwar haben wir da zum einen die Finest Whisky Deluxe am 8. und am 9. Juni findet die statt in Berlin. Da haben wir dreimal zwei Karten und wollen damit Menschen glücklich machen. Genau. Und dann haben wir die A World Class Night of Spirits von Diageo am 7. Juni. Das ist genau der Donnerstag davor quasi, vor der Finest Whisky Deluxe. Genau. Und da haben wir dreimal zwei Karten und wollen auch damit Menschen glücklich machen. Klingt nach einem ziemlich leckeren, langen Whisky-Wochenende. Genau. Die Finest Whisky Deluxe hat relativ wenige vergleichbare Aussteller, wenn man das mit anderen großen Whisky-Messen vergleicht. Aber es geht hier wohl wirklich sehr um Qualität, um exklusive Produkte, exklusive Aussteller aus der ganzen Welt. Wenn ihr genau wissen wollt, was da zu finden ist, guckt mal auf die Seite der Finest Whisky Deluxe. Da ist das alles schön erklärt. Sicher ist, dass wir hier diese Karten haben. Eine kostet 40 Euro normalerweise. Und ich glaube, das wird ein ziemlich leckeres Event mit ganz viel altem und teuren und seltenem Whisky, den man wahrscheinlich sonst nirgendwo findet. Es gibt dort unabhängige Abfüller, die ausstellen, auch Sammler, die ihre schöne Sammlung dort ausstellen und teilweise zum Verkosten auch anbieten. Und die Industrie ist auch dabei, aber ich glaube tatsächlich nur mit Diageo vertreten. Mhm. Also das wird keine gewöhnliche Whisky-Messe, sondern eine ziemlich exklusive Veranstaltung und wir sind selber sehr gespannt. Genau, also können wir gerade mal kurz reinhalten. Also ja. Ich glaube, der Name ist Programm. Finest Whisky Deluxe Rare Whisky steht da, glaube ich, auch irgendwo drunter. Ich kann ja mal kurz aus der offiziellen Pressemitteilung zitieren, um mal die Exklusivität ein bisschen hervorzuheben. Im Rahmen der Messe Finest Whisky Deluxe präsentieren sich unabhängige Abfüller, Händler und Sammler und ihre internationalen Raritäten. In der Orangerie des Schloss Charlottenburgs in Berlin werden Spitzenwhiskys nicht nur zur Verkostung, sondern auch zum Kauf angeboten. Aussteller aus Schottland, Japan, Singapur, Frankreich, Belgien und Italien werden ihre alten und seltenen Whiskys präsentieren. Also ich glaube, da hört man schon raus. Das ist, ich sag mal, vermutlich nicht für jeden was, der sich das jetzt gerade anschaut. Also ich glaube, es richtet sich schon sehr an ganz bestimmten Whisky-Trinkerkreis. Aber da gibt es, glaube ich, in Deutschland keine vergleichbare Veranstaltung in dieser Richtung. Ich glaube, ein Event, was es im Rahmen dieser Messe gibt, beschreibt ganz gut, wie die wahrscheinlich ablaufen wird. Es gibt unter anderem ein Tasting dort, wo es einfach mal möglich ist, alle Port Ellens, die in diesen Annual Releases bisher erschienen sind, ich glaube 17 an der Zahl sind es, die einfach mal alle zu probieren. Die sind alle offen da, kann man sich für ein Tasting anmelden. Ist nicht hier im Kartenpreis inbegriffen, aber es gibt halt die Möglichkeit und diese Flaschen dort und das ist schon besonders. Genau, also wie gesagt, ein sehr exklusives Event soll das Ganze sein. Das ist auch bewusst so ausgelegt. Ich habe hier gerade, da könnt ihr auch gerne mal raufgucken, auf www.finestwhisky-deluxe.de. Da gibt es eine Dramlist und da sind schon so ein paar Whiskys ausgestellt, die es da dann zum Verkosten quasi geben wird. Alles auch nur in 1cl, also ein Dram, den man dort bezahlt, das ist dann auch immer nur 1cl, eben damit man halt von diesen guten Whiskys sich dann eher mal ein oder zwei mehr gönnen kann. Und ja, wenn ich hier durchscrolle, da komme ich über alte Rosebank-Abfüllungen aus den 60ern. Ich habe einen Glenlivet 1938 gebrannt, einen Glenlivet 1940 gebrannt. Was hatte ich hier? Dann habe ich hier noch irgendwas gehabt vorhin. Ein Springbank aus den 60ern, aus den 70ern. Dann habe ich hier einen 12-jährigen Talisker, der aus den 80ern kommt. Das ist dann schon wieder fast was Normales. Ein Tummintoll, 50 Jahre, der 67 gebrannt wurde. Also da ist eine Menge spannendes Zeug dabei, was natürlich alles seinen Preis hat, aber wie gesagt. Den Eintritt könnt ihr euch schon mal quasi sparen, genau, wenn ihr gewinnt. Jetzt fragt ihr euch, wie kommt ihr an die Karten? Ist relativ einfach. Geht einfach mal auf die Seite, aus der Andi gerade schön fleißig vorgelesen hat. Guckt euch da mal um, was es da für schöne Whiskys gibt. Genau, wir schreiben euch die unten nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Genau. Und wenn ihr da irgendwas seht, was euch direkt anspricht, wo ihr total Bock drauf hättet mal, dann schreibt ihr uns diesen Whisky in die Kommentare von diesem Video. Oder macht das Ganze bei Facebook oder unserem Instagram-Kanal, wo das Gewinnspiel auch laufen wird. Und dann werden diese Tickets unter all unseren Abonnenten, die kommentiert haben, verlost.
noch eine Voraussetzung. Gerne vertaggt dort nochmal die Person, mit der ihr diese Messe besuchen möchtet und gemeinsam dieses Erlebnis haben wollt. Und dann geht's los. Genau. Laufzeit haben wir, können wir ja gleich mal kurz einwerfen. Für beide Events ist der kommende Sonntag, das ist der 27. Völlig korrekt. Mai. Ja. Habe ich mich gut geraten gerade. genau, das ist die Finest Whisky Deluxe. Das sind die 3x2 Tickets und wir haben ja noch 3x2 Tickets. Richtig. Für die Veranstaltung. Last but not least. Einen Tag davor, genau. Weiß nicht, wir haben hier so eine kleine Beschreibung, von, so eine offizielle von Diageo. Ich glaube, die fasst das insgesamt ganz gut zusammen. Das können wir, glaube ich, auch einfach mal so übernehmen. Ich lese auch mal kurz ein bisschen draus vor. World Class Night of Spirits. Und am 7. Juni findet es statt, auch in Berlin. Und dort können wir uns auf wunderschönes Barbecue freuen. Johnny Walker, die Classic Malt Series, Distillers Editions sowie ausgewählte Special Releases können dort auch probiert werden. Es gibt sogar Brawler, Port Ellen und dergleichen. Das Ganze begleitet von schöner Live-Musik und anderen feinen Getränken. Ja, auch in Berlin, bitte nehmt generell an dem Gewinnspiel nur teil, wenn ihr da auch wirklich Bock habt hinzugehen und auch Zeit habt. Das wäre super schade, wenn diese Tickets verfallen, weil ich glaube, es sind zwei echt schöne Events, die vielen, vielen Whisky-Liebhabern große Freude bereiten können. Also ich glaube, ich finde allein der Wert der Tickets, also ich glaube, da liegt ein Ticket bei 40 Euro, hier liegt das Ticket bei 79 Euro. Ja. Das wäre halt wirklich schade, wenn das halt dann irgendwie verfallen würde und andere Leute echt Bock und Zeit gehabt hätten, da hinzugehen, weil ich glaube, das wären beides recht schöne Geschichten, wenn man darauf Bock hat. Ja, auch die World Class Night of Spirits, 3x2 Tickets für euch, wenn ihr gewinnt. Und ja, gilt auch wieder, auf Facebook läuft's, auf Instagram läuft's und natürlich hier bei YouTube. Verlost wird unter all unseren Abonnenten, die in die Kommentare Folgendes schreiben. Genau, also macht uns in den Kommentaren relativ deutlich, für welche Veranstaltung, also auf welche Veranstaltung ihr Bock habt und Zeit habt. Ihr könnt natürlich gerne auch für beide Veranstaltungen teilnehmen. Finest Whisky Deluxe, wie gesagt, schaut mal bei denen auf die Seite rauf, guckt da mal durch die Dramlist und schreibt einfach mal rauf, was so der geile Dram wäre, den ihr gerne unbedingt mal probieren würdet und die Chance auch nutzen möchtet. Und wenn ihr Bock habt, an der World Class Night of Spirits teilzunehmen, dann schreibt uns doch vielleicht einfach mal euren liebsten, also die Diageo Whisky, eure liebste Diageo Brennerei einfach mal da unten rein. Schauen wir mal, wer da irgendwie nachher die Nase vorne hat. Und ja, welche Brennerei ihr nennt, das uns völlig... hat keinen Einfluss darauf, ob ihr bessere Chancen habt zu gewinnen oder nicht. Richtig. Hast du eigentlich die liebste Diageo-Brennerei? Nee, ehrlich gesagt nicht. Die haben viel Gutes. So, also wahrscheinlich so von den Standards. Ich mag Lagavulin eigentlich immer sehr, sehr gerne. Okay. Da wurde ich noch nie so wirklich enttäuscht. Aber du würdest also Lagavulin schreiben? Ich würde zum Beispiel Lagavulin schreiben. Ja. Ich würde Kleinlich schreiben. Die Distillers Edition. Ja, die ist ganz geil. Ja, naja, gut. Vielleicht sehen wir uns da. Genau, wir sind bei beiden Events dabei. Richtig, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also wir sind... hier auf jeden Fall dabei, dann können wir vielleicht gemeinsam am Barbecue stehen und dann quatschen uns gerne an und dann und freuen wir uns Whisky trinken und uns da werden wir garantiert auch einen Tag vorbeischauen. Der wahrscheinlichere Tag für uns beide ist auf jeden Fall der Freitag. Ja. Hast du das gesagt? Das ist Tageswahl ist frei. Tageswahl ist frei, ist eine Tageskarte für Freitag oder 9. Juni. Genau. In dem Sinne? In diesem Sinne. Lang genug gequatscht. Richtig, wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, weil es jetzt viel zu viel Input war, guckt in die Beschreibung. Schaut bei Facebook vorbei, da steht es dann auch nochmal ganz genau. Oder auf unserem Blog www.whiskyundvinyl.de, da gibt es auch noch einen Artikel, wo das auch nochmal alles drin steht. Oder bei Instagram. Und dann hoffe ich mal, dass diese Tickets in die richtigen Hände geraten. Genau. Und falls ihr das Abo hier noch nicht habt, was ein bisschen Voraussetzung ist, dann gerne hier oben diesen Knopf nutzen und wir stoßen jetzt auf euch an. Viel Glück euch. Und vielleicht sehen wir uns dann dort. Cheers. Cheers. Prost. Prost. Gar nicht schlecht. Mhm. Kein Lagerbuni, aber trotzdem gut. Ja.